Der Pilzwahnsinn in Brandenburgs Wäldern geht weiter. Steinpilze, Maronen, Butterpilze. Gefühlt wartet angesichts der feuchtwarmen Witterung hinter jedem Baum eine Überraschung. Folgte man am Sonntagnachmittag den Landstraßen rund um die Stadt, sah man vielerorts Fahrzeuge am Wegesrand stehen. Mit Eimern, Körben und Messern machten sich die Brandenburger auf, die nächste Mahlzeit zu sichern. Der Pilzsachverständiger Wolfgang Bivour erläutert, wie man die gefundenen Pilze am besten säubern kann. Also möglichst Pilze nicht waschen, wenn es geht. Aber wenn die so verdreckt sind hier, dann muss man schon entweder mit einer Bürste ran. Das wird man aber auch, wenn die so versandet sind, nicht schaffen. Dann vielleicht ein bisschen die Stiele abschälen oder unter fließendem Wasser mit einer Bürste vielleicht oder scharfen Wasserstrahl dann waschen. Also nicht im Wasser schwimmen lassen. Doch was ist zu tun, wenn nach der Pilzmahlzeit Unwohlsein aufkommt und der Verdacht einer Vergiftung besteht? Bei geringstem Verdacht auf Pilzvergiftung oder wenn einem nach einer Pilzmahlzeit übel wird, sollte man sich sofort in ärztliche Behandlung geben. Ja, und das möglichst so schnell, wie es geht. Denn es kann schon mal, je nachdem, welche Pilzart man verzehrt hat, welche giftige Art, kann das schon mal dramatisch ausfallen. Ja, der grüne Knollenblätterpilz ist unser giftigster Pilz und der auch normalerweise, in diesem Jahr nicht so, bis jetzt zumindest, oft in großen Mengen erscheint. Aber daneben gibt es natürlich noch den Pantherpilz, der zwar nicht tödlich ist, aber auch ganz unangenehme Vergiftungen hervorrufen kann und natürlich noch viele andere. Vielleicht muss ich hier mal den Giftchampignon erwähnen, den Karbolchampignon, der oft immer wieder verwechselt wird mit Wiesenchampignons oder überhaupt mit Champignons und der auch zu heftigem Erbrechen führen kann. Doch wie viel Zeit verbringen die Brandenburger denn nun wirklich im Wald und wo genau suchen sie am liebsten nach den Pilzen? Wie war denn da heute die Pilzausbeute hier im Wald? Ja, man sieht sehr gering, sehr gering. Also man kann es nicht empfehlen. Es gibt tatsächlich kaum Pilze. Wie war denn der Zeitaufwand jetzt für so einen Riesenkorb voller Pilze? Ist ja Wahnsinn. Also ungelogen 1,5 Stunden. Hier muss man schon einplanen, ja, tatsächlich. Okay, und das ist jetzt das Exemplar? Das ist der größte heute, ja. Größer ging es nicht. Okay, und jetzt natürlich wollen die Meeting Point-Zuschauer noch wissen, wo findet man so viele Pilze? Also